Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Together 8-Bit Hordes. Heute wieder mit dabei der Kopfgeburt. Ein wunderschönes Ahoi, Ahoi. Ja, hi. Lange nicht gehört. So. Was müssen wir denn überhaupt machen? Frostbiss heißt die Karte. Und wir müssen 12 Mana-Kristalle zerstören. Gegnerische Burgen und Festung fürs Bonusziel Silber. Und für das andere Bonusziel etwas, das, was Kopfgeburt total gerne mag, und zwar keine Flugzeuge bauen. Ja, gut. Muss man leider durch. Da lacht er wieder. So, ich drück mal auf Start, dass wir direkt mal loslegen können, weil wir haben diesmal kein Zeitlimit. Juhu! Das heißt, wir können uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Und wir können eine riesige rasierte Sau rauslassen. Ja, oder wir können wieder nichts bauen. Ja, das geht auch. Aber ich mag die Karte, weil hier gibt es sehr viele Vorkommen an Gold. Oh, wir können alles bauen. Dann fange ich doch mal direkt an mit dem Bau. Ja, guck mal, wir haben aber schon mal drei hier Dinger da oben, hier diese Frostteile. Nein, von den Frostteilen haben wir 12. Nein, nein, ich meine, die gerade im Countdown sind. Ja, ja, das sind die drei Spieler, klar, aber... ne? Das wird so oder so spaßig. Constructing. Yes. Wobei, an diese Karte kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob wir die gespielt haben oder ob ich die im Singleplayer gespielt habe. Da habe ich hier die ganze mittlere Linie mit Türmen dicht gebaut. Die Karte hatten wir zusammen gespielt. Das war die, wo wir versehentlich das Hauptziel gemacht haben, bevor wir das Bonusziel gemacht haben. Mit den ganzen Kisten einsammeln, wo wir nur Waldläufer hatten. Wo wir keine Basis hatten. Kannst du dich entsinnen? Ja. Aber das war dann doch eine andere Mission, die ich gespielt habe. Okay, ja, das war dann wahrscheinlich die Singleplayer-Variante. Richtig. Weil da konnten wir ja nicht blauen. Wir hatten nur diese paar Waldläufer, glaube ich, ne? So, das heißt aber im Endeffekt, vergesst nicht Türme zu bauen, ne? Arrow Tower complete. Und bin jetzt ja echt mal gespannt, von wo die zuerst angreifen, die Spackos. Wahrscheinlich von vorne. Na, ich denke mal, die kommen von oben. Das halte ich doch mal für mehr als abwegig. Na, und dann voll durch die Mitte. Und dann gehen sie hier auf den komisch gefärbten da. Was wollte ich bauen? Ich hab's wieder vergessen. Ach ja, so ein Ding. Constructing. So. Aber zumindest haben wir diesmal echt genug Goldquellen. Yep. Zumindest vorerst. Ja, bis du wieder alles weggesnackt hast, ne? Richtig. Constructing. So, da hätte ich jetzt auch meine Festung für dich. Schon ausgebaut oder was? Guter Plan, glaube ich, mache ich auch mal eben. Ich will nämlich möglichst zeitnah meine Führerloge haben, also die Waldläufer. Deine was? Führerloge? Ja. Oh Gott. Nee, Niveau, wo bist du geblieben? Nee, das war nur beim Auftritt von einem Kabarettisten oder so. Hatte am Anfang, wo er reinkam, ne, dieser übliche Applaus und dann, ja, danke, danke, vielen Dank, Grüße auch an die Führerloge. Fand ich irgendwie lustig. Ja, hat was, ne? Kein Niveau, aber irgendwas hat's. Ja, ja. Hauptsache, irgendwas ist dabei. So, ich habe jetzt erstmal in alle Himmelsrichtungen hier Türmchen verteilt. So, und ich bin schon dabei, meine Armee auszubauen. Naja, dafür bist du ja immer zuständig. Wobei, ich habe da gerade irgendwo was gehört. Was hast du denn gehört? Wie sich ein Waldläufer enttarnt. Oder irgendwas, was unsichtbar war. Du meinst wohl eher, wie er sich getarnt hat? Weil bei mir ist gerade einer aus dem Gebäude gekommen und somit musste sich... Okay. Das erklärt das.
Chup, chup, chubbidi-bub. Wieso hast du schon wieder so fucking viele Einheiten? Ja, weil ich auch baue. Und nicht ich baue Türme. Auch, aber ich baue gemütlich. Also mit mir kann man keinen Krieg gewinnen, ne? Außer man geht erstmal eine Runde Tee trinken und sich unterhalten oder sowas. Ein bisschen dann Füße kraulen. Ja, ja, Füße kraulen auch immer ganz wichtig. Weil nach einem langen Marsch, ne, weißt du selber. Richtig, richtig. Also ich habe ganze 8 Einheiten. So, ich habe jetzt, Moment. Ja, sehr gut. 3, 14, 39, 47. Ja, ja, dann geh schon mal los, ich komme nach. Ich glaube auch. Oh, Entschuldigung, ich habe ein paar Einheiten vergessen. Ich habe 12 Einheiten, Entschuldigung. Boah, du jetzt Tier. 14. Bist ja voll heftig. Ja, ja, klar. Ich baue dann jetzt mal einen Turm, um Phönixe zu bauen, ne? Richtig. Und ich für meine Luftelementare. Ja, wir haben es so raus. Wann greifen die denn endlich an? Warum fragst du sowas? Damit du gleich tot bist. Was ist mit dir? Ja, nichts. Überhaupt gar nichts. Oh, da, ja, siehst du, da kommen sie. Oh Mann, das war so klar. Ja, und dass sie dann natürlich auch direkt zu mir kommen, anstatt zu dir. Oh, ich hasse dich. Ich krieg aber auch Besuch. Sie kommen auch zu dir. Nicht, dass ich gehässig bin. Aber zuerst sind sie trotzdem zu dir gekommen, ne? Ja, da kommt er. Über Mitte kommt was, über Mitte. Oh, da kommt ich was. Baue, ich baue den da mal einen Turm hin. Aber die Masse kommt wieder echt zu dir, ne? Ja, klar. Mein Turm wird nicht gebaut. Das haben sie aufgegeben. Oh. Ah, fuck, ich kriege hier gerade selber noch wieder Besuch. Jetzt kommt er aber hier von hinten und von vorne. Totale Penetration hier, ey. Dieses Perpetuum mobile der Penetranz. Lasst mein Turm in Ruhe, ihr Schweine! Ich bring euch alle um! Ah, gut, dass ich so viele Zauberinnen gebaut habe. Die nuken einiges weg. Ah, und wer wird eingefroren? Down. Ich. Ja, einen muss es ja treffen hier. Und warum dann nicht? Wie immer mich. Wieso kommen die jetzt von allen Seiten hier? Zurückzug, ihr Schweine. Zieht euch zurück, sonst stirbt ihr hier. So. Lass sie doch kommen. Oh, ich habe ganz vergessen, weitere Einheiten zu bauen. Das ist gar nicht mehr so gut. Oh ja, ich auch. Ich wundere mich schon, warum ich so viel Kohle habe. Ah, mein Turm, mein Turm. Oh, Türmchen, mein Türmchen. Oh, Turmilein. Oh, Turmilein. Ach ja, dann bauen wir halt noch mehr Türme hin. Ich glaube auch, wir sollen oben auf jeden Fall, wir haben ja nur 4 Eingänge im Prinzip zur Basis und die sollten wir einfach mal dicht machen, würde ich sagen, mit Türmen. Das ist ein Judo-Plan. Natürlich sollten wir nicht deswegen die hinteren Reihen komplett aufgeben. Ja, genau, wenn meine Truppen kommen, haut er wieder ab. Feigling. So, ich baue mich da mal langsam da oben hin. Constructing. Mein heiliger Speer ist bald fertig. Hier wird was gefrostet. Ja, bei mir ein Turm weiter hinten. Sehr sinnvoll. Wäre genau in dem Moment an der Stelle auch mit Lufteinheiten entlang gekommen, wäre das wirklich sinnvoll gewesen. Aber sowas einfach nur bräsig. Ja, du weißt doch, wie sie sind. Klug wie Bodenstroh. Siehe auch strunzklug und klug wie Brot. Genau. Aber wieso kommt die Masse wieder zu dir, ey? Ich finde das ja echt verwunderlich immer, ne? Ja, das ist, weil wobei, du mich nicht lieb hast. Wobei, nee, das ist so Taktik von mir, weil deswegen baue ich am Anfang nicht so viele Einheiten. Ey, ohne Witz, das könnte ich damit zusammenhängen. Das hängt hundertprozentig damit zusammen. Dass ich ihn quasi provoziere. Genau, der sieht, oh, der Verrückte hat schon wieder so viele Einheiten. Da müssen wir mal eben was gegen tun. Constructing. Das Gute ist doch, dass wir sehen,
Da wird mir was gefrostet. Nee, das war ich oben. Achso, du warst das. Da, wo ich aufgedeckt habe, da baller ich mal hin. Vielleicht, ich weiß gerade nicht, ob es für den Kristall schon reicht. Nein, leider nicht, aber mit dem zweiten Schuss vielleicht. Mal schauen. Oh, ich muss Farmen bauen. Ja, das habe ich nämlich auch gerade vergessen. Ich hab schon wieder viel zu viele Mäuler zu stopfen. Oh, warum ist der Turm denn fast im Arsch hier? Wollen wir gleich mal eine kleine Offensive starten, oder? Ja, mal ganz gechillt. Und noch ein paar Einheiten bauen hier. Ich rutsch mal mit den Einheiten schon mal rüber zu dir da vorne in der Mitte. Was machst du? Du ziehst ihn natürlich wieder zurück, ey. Ich lauf da mit meinen Händen und du haust ab. Ich dachte, du wolltest zu meinen Türmen kommen. Ja, meint doch gerade. Ich wollte hinter meine Türme gehen, damit meine Einheiten dann nicht weggesnackt werden. Die umsonst geheilt werden, da kann ich lieber die Türme angreifen lassen, wo ich Geld für ausgeben muss, um die zu reparieren. Farm complete. Natürlich rennen wir wieder mal mit Vollgas in der Gegenoffensive. Achso, mit wir meine ich mich. Ich wollte gerade sagen, meine stehen da zwar auch irgendwo so halb verloren. Da kommt so ein fettes Vieh. Hinter meinen Türen. Gerade noch mehr kommt. Jetzt gehe ich vor und du gehst nicht vor, ne? Und dann bleibst du selber hinten stehen. Du bist so ein Held, ey. Das war Taktik. Ja. Immer den Großen vorlaufen lassen. Ja, weiter. Jetzt nicht stehen bleiben hier. Los. Hopp, hopp. Ach, jetzt soll nur Druck machen. Ich glaub's ja wohl. Das ist, wenn ich meine weiteren gebauten Einheiten dem Trupp hinzufügen. So, jetzt können wir vorpreschen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Oh, sind wir ein bisschen grantig. Ich war heute früher ins Bett. Ja. Ich würde sagen, wir gehen rechts rum und fressen uns von Osten nach Westen einmal durch. Jo. Mein Reden. Production halted. So, boah, keine Farm mehr, ey. Kannst hier wieder echt Farmen in der Dauerschleife bauen. Hm. Ah, warte, ich krieg Besuch von hinten. Oh, Moment. Dreh um. Oh ja, da kommt einiges an Besuch. Jo. Ah, guck mal, da stehen schon wieder ein paar, die da unten warten. Ja, so kommen wir ja nie weg hier. Ja, und wir fest. Paar ist gut. Alles gut, meine ganzen Fernkämpfer sind festgefrostet, also nicht meine ganzen, aber ein Teil. Komm, wenn wir uns da eh schon aufhalten, dann schicke ich gleich meine restlichen Einheiten auch noch dahin. So, den rechten Kristall kriege ich jetzt, glaube ich, weggeflankt. Constructing. Aufpassen, wir werden wieder eingefroren. Da ist so ein Flugviech. Okay, schon tot. Da ist eine ganze Armee oben. Die haben wir nur nicht gesehen, weil die auf dem Hügel waren. Ich habe aber nicht mehr viele Einheiten, muss ich sagen. Tja. Da kommt wieder so ein Fliegeviech und noch so ein fettes Teil. Ja, und oben auf dem Hügel steht wieder einiges, was auf uns wartet. Zum Beispiel dieser Turm. Ja, dann lass die Türme noch tot machen. Gott, habe ich noch viele Einheiten. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Spart mir aber das Farm bauen. Ah, immerhin. Muss man ja auch mal positiv sehen, ne? Jo. Also ich besuche von hinten. Du wirst gerade gegrillt. Wo sind meine Einheiten denn? Ich muss ja eben aus der Reichweite dieses Turms da weg, der die ganze Zeit meine Einheiten penetriert. Ich habe hier so nicht wirklich den Überblick gerade, welche deine Einheiten zu dir gehören und welche zu mir. Meine sind die in Lila und eine die in Blau. Ja, super. Ja, danke für diese Information, ey. Also, jetzt würde ich sagen, knuspern wir erstmal diese Basis da weg. Naja, ganz gechillt. Da hinten wird gefrostelt. Oh fuck, der macht hier gerade meinen Arov Tower kaputt. Ich muss meine Nachhut hier holen.
Nico wird, glaube ich, wieder gefröstelt. Ja, oben. Besuch von hinten. Der grillt gerade meine Witches weg, ey. Ja, nur gehen wir weg, die Sau. Ja, guck mal, mit wie viel Einheiten ich gegen die kämpfe. Ja, ich komme ja schon. Na, also mal. Denk dran, wir müssen erst. Weg da, weg. Ach. Ja, wir müssen erst die Bogen zerstören, ne? Ja. Also, ja, genau. Aber das ist ja relativ einfach, weil der eine Mana-Kristall relativ weit im Süden ist. Den können wir dann als letztes machen, der am nächsten an uns dran ist, links unten. Jo, würde ich auch sagen. Guter Plan. Willst du dich kurz sammeln erst, oder sollen wir? Ja, ich sammle mich da oben rechts gerade. Da stecken auch schon wieder Einheiten fest. Kein Wunder, dass ich so wenig Einheiten dabei habe. Die stehen ja alle irgendwie dumm in der Weltgeschichte rum. Hm. Scheiß Pack, ey. Wir sind das Pack. Ja, genau, so in etwa. Ach, du gehst schon weiter hier, oder was? Ja, ich war mal so frei, weil die ganzen Drachen mir so auf den Sack gehen. Okay. Also hier diese Felsen wegmosche. Außerdem hatte ich keine Lust zu warten. Das kommt erschwerend hinzu. Ich marschiere gerade von einer Richtung ein, warte. Ja, ich sehe schon. Muss eben noch ein paar weitere Einheiten in die Produktion schicken. Jo, habe ich auch mal wieder vergessen. Ach, das sieht so geil aus, wenn da dieser riesige Troll kommt und man denkt sich, oh scheiße, da kommt ja ein riesiger Troll. Und dann wird er einfach nur, bevor er auch in die Nähe meiner Einheiten kommt, erstmal von den Salven meiner Zauberin weggewämst. Genau so muss das. So, ich komme mal in deine Richtung, bevor du gleich wieder alles kaputt hast. Mhm. Besser ist das. Wir sind nur so lahm. So, einer hat schon mal keine mehr, das finde ich gut. Auch keine Frostdinger. Nicht, dass die jetzt uns, wer weiß, was für einen Schaden bereiten, aber. Oh, meine Einheiten werden hier von dem einen Turm, den wir vergessen haben, die ganze Zeit abgeknallt. Das ist weniger schön, aber egal. Ja, dann mach ich noch kaputte. Nein, das ist nicht so einfach. Was bleibst denn jetzt einfach hier hinten so rumstehen, ha? Dumm. Ich würde sagen, das sieht doch mal ziemlich gut aus. Ja, das. Ich mach mal hier das, die Festung kaputt da. Dann hätten wir das schon mal fertig. Ich helfe dir direkt mit. Warte, da wird. Achso, das ist von dir. Ja. So, Bonusziel Nummer 1 erreicht. Nummer 2 wird das gleich auch geschafft haben. Jo, ich mach mal den Kristall kaputt. So viele Truppen noch komplett ungenutzt herumstehen. Ja, bei mir unten auch. Den scheiß Turm noch wegbratzen. So, und direkt den Kristall, ne? Jawohl. Ich mach den Turm, du machst den Kristall. Du solltest eher fertig sein. Yep. Du hattest zu viele Witchers da rumstehen. Aber naja, was soll's. Hauptsache gewonnen. Und gewonnen ist gewonnen. Richtig. Du bist ein Philosoph. Ja, geil, ne? Ja. Und alle drei Ziele sogar. Endlich mal wieder. Ist die lange Durstperiode der reinen Bronzemedaillen ja vielleicht vorbei. Ja. Und, wir sind aufgestiegen zum Baron. Oh, cool. Na gut, die sehr nächste schön. Mission erzählt das Ganze wieder. Mach bitte mal in 15 Minuten. Als Bonusziel. Und wir dürfen keine heiligen Speere verlieren. Ja, gut, das heißt auf Defense setzen, aber dann nur in 15 Minuten wird schwierig. Naja, wir müssen auch alle generischen Gebäude zerstören.
Also die Mischung der Ziele passt überhaupt gar nicht. Ja, sagen wir so, passt uns zumindest nicht. Richtig. Aber wo sind wir? Wir sind bei 20 Minuten. Wahnsinn, cool. Punktlandung beinahe. Ja, also jetzt heißt es schnell beenden die Folge, weil sonst sind wir drüber. Richtig. Judy, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, beziehungsweise wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich sag damit tschüss und was sagst du? Ich sag wie immer Tschüssikowski. Bis dann. Jo, tschüss.